Jeder soll glauben, was er will, doch jedem die Freiheit lassen, selbst entscheiden, wie er sein Leben führen will und dazu hassen. Doch das ist ja ein Wort, welches dir wohl anscheinend passen ist. Denn hasse ich's nicht, dann mach ich's nicht und somit sag ich, lass ich. Ist doch schon von klein auf Tischen, sieh dir Lügen auf, siehst doch überall die Kreuze hängen, sag. Du fühlst es aus, du das ist Gefühl, ich brauchst den abgefuckten Lügenrausch und sieh dir schon von klein auf sagen, dass du auch eine Bibel brauchst. Und lebst du gegen ihre Normen, fällst du völlig aus dem Rahmen. Sie wollen niemals deine Meinung, sie wollen nur Ja und Amen. Sie wollen nicht nur deine Anwesenheit, sie wollen dein Ganzes haben. Sie wollen dein Geld, deine Seele rauben, dir dann den Atem. Stellt die Sekte da vorne ein, in der dir erzählt, dass wenn du dich hingibst und betest, das Leben dich nie mehr quält, dass du nichts zu befürchten hast, auch wenn es dir echt miese geht. Jawohl, die ganze gewollene Scheiße hat man mal auch mir erzählt. Von Jesus und dem ganzen Quatsch, dass irgendeiner aufersteht. Und dabei wollen sie nur eins, dass du nicht mehr aufstehst, dass du deinen Nächsten liebst und Gott dankst, wenn du nach draußen gehst. Und sonntags in die Kirche, besser wenn du nach Hause gehst. Denn gar nichts können sie dir beweisen, sie glauben echt diese Scheiße. Leider traurigerweise hat jeder Zweite eine Meiße und springt dann doch auf die Gleise, weil er an ewiges Leben glaubt, weil er im Leben nichts außer Gottes verdammten Segen braucht. Hat Angst vor der Hölle, vor dem Teufel, ja er schon. Doch die Päpste und Pfarrer sind die Teufel in Person. Und weil ich mich dagegen wehre, sagen sie, werde ich nicht verschont. Falls ich in die Hölle komme, grüße ich den Chef auf dem Thron. Denn ich muss mir das nicht geben, ich hab ein eigenes Leben und das gestalte nur ich. Und ja, ich scheiß auf den Segen und soll es weiter nur regnen. Ich werd meinen Weg weiter ebnen und immer geradeaus gehen, wie ich auch geradeaus rede. Und das hier ist meine Predigt, das hier ist nur mein Delikt. Am liebsten würden sie mich einsperren, doch das schaffen sie eh nicht. Die ganzen Christen so schäbig, glauben sie beten für ewig. Leben zwar wie die letzten Arschlöcher, doch es hat sich erledigt. Sündigen noch mehr als ich, doch kann die Rotze vom Tisch. Zum Gebet freitags zum Fisch, doch so geht das leider nicht. Denn wenn wir sterben, sind wir einfach nur tot. Ja, auch du, Papst, du notgeiler Idiot. Ja, man kann sagen, ich bin Antichrist, ich bin wirklich anti gegen diese Sekte, die nichts als eine Bank ist, die euer Geld stapelt bis zum Himmel empor. Nur dafür, dass sie euch erzählen, ihr kommt hin zu dem Tor. Ihr spinnt doch, doch werdet ihr nie sehen, was ich sehe, dass das Leben bis zum Tod geht, egal mit Kind und der Ehe. Oder allein und realistisch nach der Wissenschaftsregel, seid dein eigener Herr und du brauchst nicht mehr zu beten. Ich scheiß auf die Kirche, ich scheiß auf die Kirche, ich scheiß auf Religion, ich scheiß auf Religion, ich scheiß auf Pseudo-Christen, ich scheiß auf Pseudo-Christen, alle beschissen, alle beschissen, scheiß auf die Kirche, scheiß auf die Kirche, scheiß auf Religion, scheiß auf Religion, scheiß auf Pseudo-Christen, scheiß auf Pseudo-Christen, alle beschissen, alle beschissen, alle beschissen, alle beschissen, alle beschissen.